Herzlich willkommen zu einem neuen Highlight-Video auf diesem Channel. Wir schauen uns heute zum allerersten Mal auf diesem Channel eine Tierlist an. Wir werden uns heute anschauen, wie wir verschiedene Darkblend-Flavor, Darkblend-Sorten in unseren Tierlisten ranken und machen das zusammen mit dem Chat. Der Chat wird so ein bisschen mitdiskutieren und Pascal und ich werden jeweils eine eigene Tierlist in einem Splitscreen hier haben. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne auch in den Kommentaren eure Meinung da, was ihr zu unseren Tierlisten haltet. Und falls euch dieses Format gefällt, schaut gerne im nächsten Stream vorbei oder auch bei dem nächsten Highlight-Video. Viel Spaß! Du mit deinem Handy gehst jetzt in die Notizen-App. Wir zählen jetzt auf, welche Darkblend-Hersteller wir machen wollen. Ja. Darkside. Chat, ihr macht jetzt mit. Wir suchen jetzt die Hersteller erstmal raus. Und danach, wenn wir die Hersteller haben, suchen wir uns die Flavor aus. Jeweils 5. Darkside. Darkside. Must have. Must have. Tangiers. Tangiers. Blackburn. Element. Blackburn. Nush. Nush. Spectrum. Spectrum. Habe ich zu wenig von geraucht, aber ja. Was noch? Blaze, aber da gibt es halt nicht viele von. Du musst dann alle mit rein, theoretisch. Ich würde das schon nehmen, ich würde Blaze nehmen. Ja, Kismet, weil ja sehr doch. Viele Flavor sind. Doch, nehmen wir mit rein, Kismet nehmen wir mit rein. Ian, ja, Ian nehmen wir mit rein. Machen wir nicht separat, Ian kommt mit rein, das ist ein guter Call. True. Wir haben noch ein paar. Duft würde ich noch mit reinnehmen. Da kennst du, glaube ich, zu wenig, aber ist nicht schlimm, wir nehmen trotzdem mit rein. Ah, Duft habe ich geraucht. Aber Element haben wir schon, Chat, Element haben wir schon. Darkside. Tangiers, Element, Blackburn, Nush, Spectrum, Blaze, Kismet, Ian, Duft. 11. Das heißt 55. Oder so mit Duft rausnehmen, haben wir genau 50. Ne, 45. Nein, lass Duft drin. Wir machen zwei Parts daraus. Nehmen jetzt 5. Wir machen die bekanntesten 5. Heute machen wir die bekanntesten 5 und im nächsten Stream oder so machen wir nochmal andere. Dann machen wir heute Darkside. Darkside. Must have. Must have. Blackburn. Blackburn. Tangiers. Oder Nash? Darkside safe. Darkside ist safe, Must have is safe, Blackburn ist safe. Ich würde, glaube ich, Spectrum Element. Und Element dazu nehmen, dann haben wir die russische Fraktion. Die größten russischen Hersteller haben wir damit abgedeckt, würde ich sagen, oder? Also wir haben jetzt Darkside, Must have, Element, Element, Blackburn. Blackburn, das ist fein für mich. Sollen wir einfach mal reingehen? Das erste ist Rocketman. Rocketman. 11 von 10, für mich. Ja. Kiwi Smooth muss man, finde ich, separat betrachten. Kiwi Smooth All Time oder Kiwi Smooth jetzt? All Time. All Time. Wir müssen fair sein. Kiwi Smooth ist All Time, oder? All Time, 11 von 10. All Time, nicht jetzt. Wir können ja erstmal so den ersten Eindruck machen. Und wenn alles drin ist, kann man nochmal. Kann man ja nochmal nach der Reihenfolge. Dann bin ich nämlich bei dir. Ich habe halt ein bisschen Angst. Was denn? Ich sehe es wie in dem Mikrofon. Sea Buckthorn müsste das sein. Ich habe den zu wenig geraucht. Ich würde ihn mitpacken. Same. Okay. Lemongrass habe ich nicht geraucht. Lemongrass ist für mich in bestimmten Mixes gut. Als purer Flavor much. Aber aus Fairness würde ich das meinerseits mal mit reinschieben. Es wäre für mich im Fragezeichen Tier, weil nicht geraucht. Kann ich mich nicht zu äußern. Litchi, Macher. Litchi? Ja, Macher für mich. Sehe ich ähnlich. Ist für mich kein 11 von 10, aber man kann verschiedene Schablonen hier anwenden und sagen, ey, sind das Mischflavor, sind das pure Flavor? Bewertet das man stimmt, die nach dem, stimmt, ja. nach dem Sexiness-Level, wenn man den pur raucht? Oder ist es so ein Ding, ja, hey, eher so, wie man das quasi dann im Endeffekt mischen kann oder puren kann? Das ist halt dann die Frage. Ich würde eher sagen, dass wir absolut subjektiv machen und uns da nicht zu sehr eingrenzen. Und einfach nach Bauchgefühl hier was entscheiden. Was haben wir als nächstes? Grape Mint Element. Zwei, dreimal geraucht bisher. Nicht geraucht. Fragezeichen. Für mich Fragezeichen. Much hört sich schon sehr heftig an, ne? Man muss auch schlechte Tiers haben. Ich bin nicht der Grape Mint Fan. Und auf Darkblend ist Grape Mint für mich nicht so das Wahre. Muss Same. Ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ihn nicht geraucht. Ich kann ja nicht zu sagen. Für mich wäre es ein Fragezeichen. Watermelon Holzmacher für mich. Same. Fortigy aber für mich. Für mich. Ist für mich auch Macher. Für was? Fortigy für mich. Also du hast ja hier Litchi und Watermelonholz für mich schon. Aber ist okay. Können wir gleich gucken. Ja. Ich würde die erstmal einmal reinschieben. Grapefruit als Solo-Flavor nicht geraucht. Nur in Rocket. Zum Mischen, Macher, pur mit.
glaube so. Okay. Ich glaube so. Ice Baby. Bin ich zwiegespalten zwischen zwei. Du auch? Mach auch mit. Ich bin zwischen Much und mit. Ich finde, der ist für mich ein schlechter Pinkman. Kann ich mitleben, aber ganz weit nach hinten bei mit. Astro-T, 11 von 10, brauchen wir nicht drüber reden. Gut, dass man hier Astro-T erkennt. Aber Astro-T wollte ich gerade sagen, nochmal aufgreifen, das ist einer der besten Flavor, die ich jemals safe geraucht habe. Auch wenn er aktuell nicht mehr so krass in der Rotation bei mir drin ist, ist es trotzdem noch ein sehr, sehr, sehr guter Flavor, Imo. Muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast häufiger geraucht als ich, deswegen hast du vielleicht schon ein anderes Verhalten dazu. Ja. Für mich 11 von 10. Bezel Blast, Darkside. Zum Mischen schon krass geil, aber ich würde den entweder einen schlechten Macher oder einen sehr guten mitpacken. Same. Ich glaube, dadurch, dass der so unique ist und so universell einsetzbar ist in Mixes, ist es für mich eher ein Macher. Gebe ich dir recht. Apple Shock ist für mich zwischen 11 von 10 und Macher. Der ist bei mir ganz, 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 ganz safe. Bei Bodenlos oder ganz hinten in Much. Dann müssen wir uns in der Mitte treffen. Dann ist es Much. Dann ist es mit. Boah, Bruder, das kann ich überhaupt nicht mit mir vereinbaren. Es kommen ja noch zwei, drei Sachen, die kann ich nicht mit mir vereinbaren, weil ich weiß, was du da sagen wirst. Der Apple Shock ist schon echt bad, Bro. Apple Shock ist schon krank. Der ist schon echt bad. Ice Granny, absolut Macher. Ach, Apple Shock noch geiler. An sich das Aroma, sehr, sehr gut. So ein guter Tabak. Aber Apple Shock beim Rauchen ist einfach so, als würdest du einen Furz nehmen und in den Kopf einmassieren. Als würdest du so ein... Warte. Das ist aber nicht so ein Eifurz, sondern so ein Luftfurz. So, weil dieser Luftfurz zersetzt nochmal den Apple Shock und ist so luftig. So, schmeckt fast nach nichts. Für mich ist Apple Shock besser als Watermelon, Holz und Litchi. Oh, Digga! Ich liebe den. Oh, das tust du jetzt so. Wir müssen uns in der Mitte treffen. Wir müssen uns in der Mitte treffen. Für mich ist, dann müsst er in die Mitte. Du sagst bodenlos, ich sag 11 von 10, dann muss er in die Mitte. Nein, du hast Macher gesagt. Dann sag ich 11 von 10. Bruder, das machst du aus Prinzip. Ich liebe den. Ja, du hast gerade Macher gesagt. Und jetzt sagst du 11 von 10, nur weil der dann höher gerankt wäre. Dann mach ihn nach ganz vorne beim Much. Ich liebe den. Das ist aber auch wirklich das Maximalste, was ich hier in dieser Liste vertreten kann, ne? Astro-T gibt es leider nicht in Deutschland. Nee, leider nicht. Essigfurz, Bro, das ist so Essigluft. So geil. Er schmeckt Apple Shock bodenlos, ja, danke schön, Mustafa. Danke, same hier. Also, ich würde sogar Apple Shock hier reinmachen, weil ich den lieber nie geraucht hätte. Weil ich so enttäuscht bin. Ich liebe den. Ich würde mir wünschen, den nie geraucht zu haben. Bro, es sind verschiedene Geschmäcker. Wir haben jetzt gleich ganz verschiedene Meinungen. Der ist vom Aroma, von der Nuance, von der Intention so gut. Im Rauchen ist der so ein Luftfurz. Okay. Ich schwör's, ich wär's. Vor Traube willst du. Safe, dann bitte. Okay, war bei Dinner. Das ist schwierig bei mir. Mit. Also, das ist aktuell eine 11 von 10 für mich. Ich rauche den mittlerweile gerne. Aktuell 11 von 10. Aber auf All Time müsste es ein Macher irgendwo in der mittleren Range bei mir sein. Vapal Dinner ist das Ding. Kann ich nicht mitleben. Also für mich, der ist gut zum Mischen, aber als purer Flavor ist der für mich schon Much. Als purer Flavor. Nein, der ist gut. Der schmeckt nach Ei als purer Flavor. Mach, okay. Für mich mit. Vapal muss da rein. Jetzt kommt die größte Kontroverse. Ach Bruder, da diskutiere ich nicht. Da diskutiere ich nicht. Much würde ich den nehmen. Der ist mir viel zu süß. Du weißt, ich rauche nicht gerne süß. Das Ding ist, ich finde bei Chupa Graper und anderen Tabaksorten in diese Richtung... Ich würde mittlerweile... Lass mich kurz meinen so Punkt machen. Sagen. Ich schwöre, ich würde mittlerweile so setzen. Lass mich kurz meinen Punkt dazu sagen. Ich finde, Chupa Graper ist einer der Tabaksorten, die kann man nicht subjektiv oder objektiv bewerten, weil... Kannst du nur subjektiv bewerten. Das generell ist eine absolute Geschmackssache, weil du den nicht vergleichen kannst mit anderen Flavors. Genau, das wollte ich sagen, genau. Weil das Problem ist bei dem, finde ich, Aroma bei Chupa Graper 11 von 10. Aroma 11 von 10. Ich finde den absolut lecker vom Aroma her. Aber der ist mir viel zu süß. Ich finde den unrauchbar, weil der so süß ist. You want me? I give it to you. Es ist Fakt für mich. Bro, Chupa Graper. Ich lasse mich da nicht bereden. Outstanding. Ich liebe diesen Flavor. Das ist dasselbe Argument wie gerade bei Apple Shock. Ich rede jetzt nicht vom Aroma. Nein, ist nicht. Nein, ist nicht. Nein, kann nicht sein. Aroma ist gut, aber viel zu süß. Und du sagst bei Apple Shock, Aroma ist gut, aber der ist scheiße umgesetzt. Ich habe gesagt, das Aroma, was angedeutet ist, wäre gut. Aber im Rauchen ist der bodenlos. Ja, Chupa Graper genauso. Der ist bodenlos zu rauchen, der ist viel zu süß. Aber Apple Shock kannst du das Aroma mit 6, 7 anderen vergleichen, die ein grünes Apfelaroma verwendet haben. Finde ich, kann man null vergleichen. Kannst du voll vergleichen, bis auf das Schock-Element.
Bis auf das Schockelement. Das ist ja ein Bestandteil daraus. Das macht ihn ja geil. Beim Chupa Graper gibt es nichts Vergleichbares, was du mit einem anderen Flavor vergleichen kannst. Und deswegen. Es ist auch unpopular Opinion. Viele lieben den. Aber für mich ist der unbrauchbar, weil viel zu süß. Richtig, aber das ist ein anderer Vergleich als bei Apple Shock. Ich sage dir, dass ich einen grünen Apfel zum Beispiel sehr mag. Tendenziell, das ist ja nicht subjektiv, dass ich sage, ich mag grünen Apfel als Flavor nicht und deswegen ist der scheiße, sondern ich finde, dass die Interpretation des grünen Apfelaromas da absolut misslungen ist. Wir hätten zwei machen müssen. Das ist richtig. So ist halt scheiße, weil am Ende des Tages ist deine These das, weil es deine Meinung ist quasi, die dann mehr zählt, dann so mäßig. Links Pascal, rechts ich, würde ich sagen. Dann lass uns jetzt erst nochmal die Sachen ranken, die wir schon drin haben. Also dann bin ich da, ne? Da bin ich, ne? Ja. Ich mach das nicht, um dich zu ärgern. For real nicht. Alles gut. Ich würde alles das gut auch zu einer anderen Person sagen, die sagt, Apple Shock finde ich auch kacke. Du kannst ja jetzt ranken, wie du willst. Jetzt wollen wir ja nicht diskutieren. Weil du halt grinst. Du denkst, ich mach das aus Prinzip, um deinen Apple Shock zu machen. Ich lache, weil ich es halt genau anders sehe. Aber ist ja alles cool. Ist voll in Ordnung. Der Rest war eigentlich so, wie ich schon wollte, ne? Ja. No. Wahrscheinlich würde ich es so machen. So. Eisbaby hattest du, glaube ich, noch höher als ich. Oder? Ja, passt schon im Nachhinein, würde ich schon passend sagen. Ich glaube, das würde ich doch nochmal verschieben. Weil das passt nicht in eine Reihe bei mir. So, bei dir ist das hier oder hier? Apple Shock? Ja. Ganz vorne beim Macher. Das ist bei Bodenlos? Moch, nicht Bodenlos. Oh, jetzt doch, okay. Ist egal. Ich wollte einen Kommentar machen. Traube, rausziehen. Fragezeichen. Als Baby auf. Ja, hab ich auch nicht geraucht, richtig. Das passt alles in. Ja, lass ihn da. Und den Grapefruit. Nee, das ist der. Grapefruit auch in Fragezeichen, wenn ich den Solo noch nicht geraucht habe. See, Buckthorn. Würde ich ihn mitlassen. Ice Baby auch. Passt Besser, alles. Besser Blast passt. Die Sortierung hier machen wir. Ja, ich gucke nur gerade, ob noch was nach oben kommt. Okay. So passt. Nee, Bapaldinner noch bitte mit. Okay. Ich sag dir ehrlich. Green Tea sind wir, glaube ich, beide ähnlich. Ist trotzdem schwer. Ich glaube, auf all time wäre das immer noch so ein Ding bei mir. Weil der Astro Tea für mich eine 11 von 10 ist, als... Das Argument bringe ich nämlich auch. Er hat mir diese Ebene überhaupt gezeigt, die es gibt im Shisha-Tabak-Aroma. Das Ding ist... Und universeller einsetzbar, glaube ich. Astro Tea findest du. Du kannst immer eine andere, also immer die Base-Note einbauen, egal was es ist. Bei Green Tea hast du immer so eine herbere grüne Teenote. Green Tea ist für mich 11 von 10. Mhm. Ich finde ihn extrem lecker. Und ich finde dadurch, dass du an Green Tea in Deutschland gesehen leichter kommst als Astro Tea, gleicht das aus, dass Astro Tea für mich besser schmeckt. Ist meine Erklärung für Otto Normal plausibel, oder? Ja, denke ich auch. Green Tea ist für mich unfassbar lecker, schlechter als Astro Tea, also nicht schlechter, aber Astro Tea ist besser für mich. Also Astro Tea ist besser für mich als Green Tea. Haribon. Anfangs, es gab einen Haribon zusammen mit einem Influencer damals vor 4-5 Jahren. Das war so ein... Das war der, den ich bei dir geraucht habe auch mal, ne? Der... Ganz früher, ne? Ja, okay. Zu lange, da kannten wir uns nicht mal. Da gab es noch einen, der war besser. Das war Haribon Plus X, ich bin mir nicht mehr sicher, was es war. Haribon, dann kam der in Deutschland irgendwann jetzt letztes Jahr raus. Dieses Jahr. Fand ich da nicht mehr so geil. Aber ist immer noch ein guter Flavor. Ich würde den hier hinballern, glaube ich. Pack ihn in den Boden los. Ich mag den nicht. Okay. Kiwi Stoner. Ich sag dir ehrlich, Thema wie bei dir bei Apple Shock. Also selbes Argument quasi. 1:1. Leider. Ich bin aber sehr, sehr enttäuscht, weil das wäre ein Flavor, der wahrscheinlich 11 von 10 Potenzial hätte. Ja, mit Kiwi Smooth sehr, sehr eng beieinander. Vielleicht sogar vor von dem Grundaroma Intention. Aber weil ich Kiwi zu sehr mag, packe ich bei mir trotzdem ihn mit. Weil Kiwi mir zu sehr schmeckt. Kann ich nicht mit mir vereinbaren, kann ich verstehen. Ich rauche den trotzdem, aber es ist so schade. Und es ärgert mich, dass es so schade ist. Das Ding ist, vom Geschmack her würde ich den auch in Much packen. Aber weil ich Kiwi ist für mich. Ich liebe ja auch Kiwi. Ja, same bei mir. Deswegen kommt ihr bei mir mit. Ich glaube, Kiwi Stoner wird bei mir ganz hinten Much sein. Der wird irgendwo hinten Much sein. Weil, also kurz vor Bodenlos. Aber auch, weil er noch so eine persönliche Note, weil ich so enttäuscht bin davon. Persönlich vom Kiwi-Aroma. Da hast du halt mehr rein. Ich würde ihm halt nochmal eins auswischen wollen. So nochmal einen reindrücken. Weil du Ayosha heißt. Ja. Same. Lemon Sweets. Schumacher Tabak. Muss ich sagen, zitronenmäßig ist das ein absoluter Macher. Ist für mich dieselbe Bewertung wie bei Chupa Graper. Ist mir zu süß und kommt deshalb im Hoch. Crazy. Geschmacklich gut, aber viel zu süß. Crazy. Das hat so eine. Das ist nicht dieses natürlich Süße, sondern dieses künstlich Süße. RePF. Ich habe die Diskussion häufig jetzt mit Erika. Ice Granny kommt noch, das ist nur nicht richtig. Ach, stimmt, wir hatten Ice Granny. RePF finde ich eine gute Passion Fruit, beziehungsweise Maracuja.
Es gibt für mich aber einen deutlich, deutlich besseren und wahrscheinlich auch noch zwei, drei andere, die ich viel besser als Passionfruit finde. Ich allgemein mag sehr gerne Passionfruits. Mhm. Finde den aktuell, den du bekommst, wahrscheinlich am besten. In Deutschland. In Deutschland, mhm. Natürlich in Deutschland. Aber es ist nicht das Passionfruit-Aroma. Also es gibt so vier, fünf, die du bei Aromenherstellern bestellen kannst. Mhm. Das ist einer, der ist ganz gut, aber nicht der, den ich am meisten feiere. Also kommt der bei dir mit? Much. Der kommt bei mir in Much, weil so Maracuja, Lajalina Passionfruit. Habe ich nicht geraucht. Absolut geistesgestörte Flavor. Die würden bei mir beide in 11 von 10 kommen. Maracuja selber auch, ja. Und ich mag halt Passionfruit, aber es enttäuscht mich leicht, dass der halt nicht so in diese Passionfruit-Aromanote geht wie die anderen. Mhm. Aber es ist der einzig aktuelle. Deswegen ganz vorne bei Much. Bei mir kommt der bei Macher ran. Ich finde den sehr, sehr lecker. Coconut. Für mich klar. Absoluter Mischflavor. Wenn es für dich klar ist, fangen wir über die an. Mit. Weil es Mischflavor ist. Nicht pur rauchbar, aber mischen gut. Ganz hinten bei mit. Würde ich genauso sehen. Am Anfang hätte ich den vorne bei mit einsortiert. Also so, als ich den gefunden habe. Mhm. Mittlerweile zieht der oft den Mix runter, negativ. Ja, Mann. Negativ, aber wenn du den gut mischst, ist der sehr, sehr geil. Desert Eagle. Ist für mich, ich möchte einen Punkt setzen, dadurch, dass Kiwi Smooth mittlerweile nicht mehr gut ist in Deutschland. Aktuelle ja. Position. Ja. Produktion. Ich lache, erzähl weiter, lass ist dich ja nicht fronten. Ich fronte nicht, ich habe nichts gemacht. Desert Eagle, für mich, von den Kiwi-Flavoren in Deutschland, die du in Deutschland bekommen kannst, der beste Kiwi in Deutschland, derzeit. Von wohin? Daher, du Quasselkopf, wohin? 11 von 10. Unpopular Opinion. Anfangs wäre der für mich in bodenlos gewandert. Same, weil ich gedacht habe, das schmeckt nach Kaktus. Weil es für mich immer ein Kiwi-Flavor war und kein Kaktus-Flavor. Und für das es ein Kiwi-Flavor war, war der für mich deutlich zu schlecht. Mhm. Und Kiwi Smooth war in der Prime zu der Zeit. 100%, da brauchen wir nicht drüber reden. War in der Prime. Ich hatte Cyber-Kiwi zum ersten Mal von Darkside. Deutlich besser als Desert Eagle, finde ich. Mittlerweile habe ich Desert Eagle sehr häufig in Mixes angewendet, wo zum Beispiel ein Cyber Kiwi oder ein Kiwi Smooth nicht gut harmoniert hat. So geil damit. Desert Eagle harmoniert so viel besser mit manchen Mixes als Kiwi-Aromen, die wirklich Kiwi-Aromen sind. Deswegen würde ich den mittlerweile in ein sehr hohes Mittier setzen, weil ich den sehr gerne mixe. Für mich halt das Argument, ist der beste Kiwi, den du momentan in Deutschland kriegen kannst. Ja. Warst du eben? Ich gehe raus. Würde ich sagen. Needles. Hab den damals sehr gefeiert. Damals war der wahrscheinlich Macher bei mir. Mittlerweile bei dir. Geht der rein. In die Mitte von mit. Ja, Sam. Mischbar, super geil. Ich liebe den. Also ich finde den super lecker. Aber mit ich finde, der ist auch jahreszeitenabhängig. Ja, im ja, Sommer ja. Kannst du Nils nicht rauchen. White Forest war für mich vorher schon ein Flavor, den ich outstanding fand. Sehr besonders, sehr einzigartig. Der hatte was charakteristisch Einzigartiges für mich. Obwohl es so viele Beerenmixe gibt. Würde ich sagen, oder Mixes. Also fertige Flavor mit Bären. Der größte Tabakmix. Ja. Und er stand trotzdem als Platz 1 oder bei Platz 1, an Platz 1 bei mir. Mittlerweile rauche ich den gar nicht mehr. Ich habe den bestimmt schon ein Jahr nicht mehr geraucht, würde ich sagen. Ich hatte damals ein, zwei Produktionen, die echt nicht gut waren. Die waren sehr, sehr lasch. Echt sehr, sehr schlecht. Das war bei mir auch das Problem, deswegen ich auch cancelt habe. Gar nicht mehr geraucht. Dann habe ich den ein, zwei Mal noch mit Tuana geraucht. Und dann wurde es immer weniger und jetzt habe ich den bestimmt ein Jahr nicht mehr geraucht. Es ist aber immer noch ein sehr guter Flavor, wenn du eine gute Produktion hast. Deswegen würde ich schon noch sagen, für mich... Wir müssen aber auch dazu sagen, wir müssen All-Time-Ranken haben wir bei Kiwi Smooth auch gemacht. Kiwi Smooth jetzt ist auch nicht mehr das, was er mal war. Ich würde trotzdem sagen, dass der Wild Forest vorne bei Macher ist. Unter Kiwi Smooth ist. Okay. Unter Astro Team. Für mich unter Chupa, Rocket Man. Deswegen ganz vorne Macher, würde ich sagen. Die Sortierung machen wir gleich noch, aber so ist es aktuell. Ich mache genauso, auch vorne bei Macher, mittlerweile. Ich würde Killer Milk nehmen und einfach mal ganz dezent ins mittlere mitschieben, weil ich den aktuell sehr fühle. Er ist sehr saisonal, so wie du gerade gesagt hast, sehr ähnlich wie Needles. Ich hatte noch nicht so eine Zeit wie mit Needles, würde ich sagen, mit dem Killer Milk. Weil wir noch nicht oft genug rauchen. Weil es erst eine Saison oder eine halbe Saison, ein Drittel Saison war, wo man das hätte rauchen können im Winter. Ich möchte noch einmal eingreifen. Ich finde, Killer Milk muss man nochmal anders bewerten. Flavor generell und als cremig quasi nochmal sehen. Flavor generell würde ich den jetzt mitpacken. Dadurch, selbst Argument wie bei Needles. Für cremige Mixes würde ich den 11 von 10 packen. Ich finde den unfassbar geil. Für cremige Mixes. Deswegen würde ich den mitpacken. Das ist ein guter Punkt. Deswegen würde ich jetzt hier in diesem gesamten Ranking, jetzt fernab von cremig oder frisch oder so,
Auch erstmal mit. Ja. Was ist das nächste? Kaktusfick. Hast du nicht geraucht? Fragezeichen, ja. Kaktusfick. Habe ich nicht viel Bezug zu, muss ich sagen. Ich habe eine Dose gehabt damals. Das war der erste Russlandaufenthalt. Da habe ich mir eine Dose mitgenommen, weil es keinen anderen Element mehr gab. Und der mir empfohlen wurde. Ich fand ihn damals gut. Zweimal geraucht, danach war der Much. Da war ich aber auch noch nicht so auf dem Level, dass ich sage, ich mische florale oder ich sag mal ätherische Sachen mit anderen fruchtigen Sachen. Deswegen kann ich nicht genau beurteilen, wie er vielleicht jetzt performen wird. Deswegen würde ich ihn irgendwo ganz vorne beim Much machen. Much ist schon ein sehr, sehr harter Ausdruck, muss ich sagen. Übel. Aber muss sein. Muss leider sein. Much sein. Sag was. Ice Granny. Darkside-Macher. Ice Granny. Same bei mir. Macher. War einer der ersten Darkside-Flavor, die ich absolut geisteskrank gehypt habe. Da gab es Darkside noch nicht in Deutschland. Und da hatte ich die ersten Flavor von Darkside damals probiert. Das erste Mal auch Darkblend, glaube ich, dass ich den probiert habe, außerhalb von Tangiers. Erste russische Darkblend, den ich probiert habe, war, glaube ich, ein Ice Granny. Fand ich damals schon sehr, 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 sehr gut. Hab den sehr viel geraucht, überraucht. Dann kam TBD2. Und dann war der nicht mehr da. Blackburn Shock Barmary. Ist für mich in den letzten Wochen deutlich im Ranking nach oben gegangen. Ich habe den bis vor 4-5 Wochen gar nicht probiert. Mittlerweile habe ich den fast täglich in einem Mix mit drin, weil gerade diese Mischung aus süß-säuerlichen Sachen, sehr süß, aber auch säuerlichen Sachen, finde ich sehr, sehr geil zu mixen, ist für mich tatsächlich aktuell so auf Augenhöhe mit Desert Eagle. Shock Barmary, Blackburn. Fragezeichen. Und ich glaube, ich habe ihn einmal geraucht vielleicht und das war auf dem Wolke 7 Event. Du bist dran. Was ist der? Exotic Fruit? Ist doch Exotic Fruit, ne? Mhm. Macher. Wenn ich den im Meerloch rauche, so wie du den gerade geraucht hast, ist das für mich Macher. Ich finde den unfassbar lecker im Meerloch. Exotic Fruit im Meerloch ist für mich Macher. Nash Exotic Fruit. Erstes Mal gebaut, Nash im Funnel, Schmutz. Muss man ganz ehrlich sagen, Nash im Funnel ist nicht mal annähernd, er ist nicht unrauchbar, aber das Aroma kommt zu 50% raus. Und kurz drauf ist weg. Ja. Also ganz, ganz wichtig, bei allen Nash-Flavern auf jeden Fall im Meerloch probieren, bevor ihr judged. Exotic Fruit vom Aroma selber, am Anfang habe ich auch nicht mehr so viel dem Ganzen eine Chance gegeben, auch im Meerloch nicht. Habe den jetzt die letzten Wochen wieder ein bisschen mehr geraucht. Ist nicht so gut wie Litchi von Element, finde ich. Gehe ich mit. Ist besser als Darkside, Space Itchy, weil genau, Space Itchy einfach ein bisschen fruchtiger, süßer Space ist. Space Itchy würde ich hier mitpacken. Und Asian Lich haben wir beide in Macher. Und Exotic Fruit ist ziemlich genau in der Mitte davon, also zwischen den beiden. Asian Lich ist von Blackburn, Litchi von Element. Genau, ja. Bei mir mit Salbein, bei Yannick, 11 von 10, Platz 1. Für mich der beste Flavor, den ich jemals geraucht habe, gemischt habe. Von mir aus kann ich den pur rauchen, bin ich ehrlich. Ich habe jetzt zwei Köpfe mit dem geraucht. Gestern, den du mitgebaut hast. Und, okay, einmal bei Arsena gezogen, ne? In der Wolke auch. Mit Chupa Grupa. War das mit Chupa Grupa gestern? Nein, gestern nicht. Bei einer Wolke. Da habe ich einen Zug genommen, kann ich nicht mehr. Mix von Arsena war Chupa Grupa, Salbei und Dark Supra. Okay. Und jetzt gerade habe ich mir gebaut, den du mir empfohlen hast mit Papai Dinner, Dark Supra, Salbei. Das gleiche, außer Chupa. Tausch mit Papai. War geisteskrank. Coconut Shake bei mir. Hinteres Drittel von Mid-Tier, okay, würde ich sagen. Ist für mich der beste Kokosnuss-Flavor, den ich hier geraucht habe. Aber dadurch, dass ich nie im Food-Bereich, Süßigkeiten-Bereich, Getränke-Bereich Kokosnuss-Fan war. Das ist schon geil. Und bei den Mixes immer so ein bisschen schwierig ist, ist der bei mir eher so unteres Mid-Tier. Ich war halt auch so, dass ich mir mal, wenn ich einkaufen war, mal so eine 0,25er Packung Kokosnusswasser geholt habe. Weil ich es wirklich lecker finde. Mag ich nicht. Ich finde es wirklich lecker. Mag ich einfach nicht. Ich bin dran, ne? Pineapple Pulse. Ne, wie heißt der? Pulse ist Darkside, ne? Pineapple Rings. Pineapple in Deutschland. Habe ich gerade gesagt, ich finde den Pineapple von Blackburn, das ist der Ananas-Schock, ja, deutlich geiler. Ich auch, da habe ich nicht dran gedacht. Geiler. Da habe ich nicht dran gedacht, ich auch. Würde den Ananas-Schock von Blackburn auch in einem oberen Mid-Tier einreihen, weil ich nie der riesige Ananas-Fan war, aber in dem Mix war es gut. Und deswegen würde ich den eher im Much setzen. Ich hätte Ananas-Schock auch oben mitgepackt und würde aber den Pineapple in unten mit reinpacken. Pinkman, du hast vorhin den Grund genannt mit Chupa Graper. Pinkman ist auch unfassbar süß. Ich möchte zu Pinkman aber ein Ding sagen, das ist wie bei den Salbei-Bonbons bei mir. Pinkman war der erste Darkman, den ich geraucht habe. Ja. Und deswegen habe ich den immer geil gefunden. Weil ich früher süß geil fand.
Ich glaube, wenn ich jetzt heute Pinkman rauchen müsste, würde er mir nicht mehr so schmecken. Und nachts so. Ich kann das nicht. Erzähl weiter, ich sage es dazu. Wenn ich heute Pinkman rauchen würde, jetzt, ich habe bestimmt ein Jahr kein Pinkman mehr geraucht. Wenn ich jetzt Pinkman rauchen müsste, würde ich den, glaube ich, mitpacken. Okay, Pinkman, wir waren mal Pinkman. Pass mal bitte auf, das hat gewackelt. Oh. Pinkman für mich, absolut 11 von 10, eindeutig. Also es gibt auch kein Wenn und Aber, dass es vielleicht ein Tier darunter ist. Für mich absolute 11 von 10. Es wird schwierig, dann hier oben jetzt gleich eine Kategorisierung vorzunehmen oder eine Ordnung. Wir haben Nush Green Fruit. Kiwi mit irgendwas, glaube ich. Es ist keine süße Kiwi. Es ist eine sehr natürliche Kiwi. Ich liebe süße Kiwis. Ich liebe fertige Kiwi-Aromen-Mixes, die gut sind. Herbe Kiwi habe ich mich sehr gerne drauf eingelassen. Ist ein guter Flavor. Geht für mich in Richtung Desert Eagle, würde ich fast sagen, so von diesem Potenzial. Weil er nicht so süß ist, sondern eher halt eine herbe. Es ist für mich ein Komplementär-Tabak und kein. Alles, was bei 11 von 10 ist, ist fast bis auf Astro-Tea für mich ein Solo rauchbar. Ja. Das macht für mich ein 11 von 10 Tabak aus. Für mich ist dieses 11 von 10 ein Outstanding Flavor, der charakteristisch nicht zu vergleichen ist. Der mit allem Mischspeis, außer cremig, jetzt nehmen wir mal raus, der mit allem Mischspeis, aber auch gut solo rauchbar ist. Exotic Fruit, ähnlich wie Desert Eagle, mit für mich. Vorderes mit. Macher ist es noch nicht. Ich würde ihn bei mir auch mitpacken. Mhm. Ich mag ihn nicht so gerne, aber dadurch, dass ich Kiwi mag, habe ich den ein bisschen höher gerankt bei mir. Ich würde ihn vor Kiwi-Stoner packen, safe. Aber es ist schade. Japan White, einer der besseren Nushs für mich. Unter weißer Erdbeere konnte ich mit weißer Erdbeere konnte ich nichts anfangen, was das sein soll. Ich kann euch auch nicht erklären, ob es für mich in die Erdbeerrichtung geht oder nicht. Ananas für mich. Schmeckt für mich nicht nach Ananas, muss ich sagen, aber es schmeckt nach undefinierbar süß, lecker. Ist für mich über Exotic Fruit, über Green Fruit, dementsprechend auch über Exotic Fruit, ja. Mag ich sehr gern. Ist für mich ein schlechterer Macher. Ähnlich wie Lemon Sweet Fest. Tatsächlich ein Macher. Ich mag den echt gerne. Ich habe den anfangs sehr häufig geraucht, als ich die ersten Nasch gemacht habe. Das war der erste, den ich geraucht habe. Und ich habe den halt auch im Funnel geraucht und war deswegen ein bisschen abgeschreckt. Im Meerloch habe ich ihn noch nicht geraucht. Ich muss einmal kurz sneaken, weil ich muss sagen, bei Blue Baby, Indigo und so komme ich durcheinander. Bei Nasch, der kam jetzt zuletzt raus. Ich will einmal kurz wissen, was es genau war. Ich glaube, dass ich den Indigo nämlich besser fand als den Blue Baby. Und es ist Blaubeere, Himbeere, Holunder. Und ich glaube, durch die Holundernote hat der mir sehr gut gefallen. Ich mach's schnell, gar nicht so viel zu erzählen. Ich habe den vielleicht 5-6 Mal bisher geraucht. Kommt hierhin. Ungefähr. Kommt bei mir bei Macher rein. Als nächstes Lavender. Mach du? Ist dasselbe Argument wie bei Indigo für mich. Kommt für mich auch in Macher. Das ist oberes mit tieferes Macher. Für mich besser als Indigo, weil vielleicht auch häufiger geraucht. Mhm. Ist ein unteres Macher. Sich, ist glaube. Teilweise vielleicht sogar ein Stück vor Japan White. Bambalini? Oder welcher ist das? Ja. Der ist sehr süß. Unteres Mid. Ich glaube, dadurch, wenn ich mir anschaue, was da noch für Flavor von Nush kommen, muss es ein hohes Mid-Tier bei mir werden. Bambalini Mid-Tier hoch. Skittles war der. Oh, war das Aushängeschild für Nush, glaube ich, beim Release. Digga, jetzt kommt der Sprachfehler hier. War so. Ich würde auch sagen, vom Claim, von dem Markennamen her, so das, worauf man sich am meisten gefreut hat am Anfang. Unterer Macher. Kommt für mich direkt in die Bambalini mit. Soft Fruit ist der Pfirsich. Ja. Habe ich bisher nur auf Events geraucht. Mhm. Hat mir aber sehr gut geschmeckt. Von daher würde ich den Macher packen. Ich habe noch nicht oft genug geraucht, aber der hat mir mal so gut geschmeckt, dass ich sagen würde, rein den Macher. Dadurch, dass ich dann vielleicht wieder bis auf den Pfirsich-Trip gekommen bin, den sehr viel gemischt habe, ist es bei mir tatsächlich Top 3. Nush-Flavor. Echt? Ja. Sour Yellow ist für mich der schlechtere Lemon Sweets. Sour Yellow, habe ich gerade gesagt, für floralere Sachen ein bisschen nicer. Mit. Ist für mich ein Mit-Nush-Flavor. Macher. Ich finde den sehr, sehr lecker. Ja. Tropic Taste. Macher. Bisschen unter RPF, dementsprechend den Much. Ich glaube, es zieht sich so ein bisschen durch, dass ich von fast allen Passion-Food-Maracuja-Aromen enttäuscht bin, wenn es nicht das Aroma ist, was ich so extrem feiere in dem Bereich, was ich schon kenne. Und was ich weiß, dass es das gibt. Space Flavor. Must Have. Am Anfang mit Pinkman und Kiwi Smooth der Flavor für mich bei Must Have. Ist dann rausgefallen, weil in Deutschland nicht mehr verfügbar. Und es war dann immer so ein Mythos, dass man den geil fand und geil findet. Und ich fand den auch gut und damals habe ich viel geraucht. Größtes Problem dabei, bei mir haben die Chargen sehr variiert.
Der war sehr, sehr Cooling-lastig teilweise, was ich nicht so geil fand. In sehr vielen Mixes ist das ein Flavor gewesen, den du wirklich einfach nur reinwerfen konntest. Der hat funktioniert. Zusammen im Zusammenspiel mit sehr vielen anderen Aromen. Ich würde sagen, ist ein Macher. Ein mittleres Macher-Ding bei mir. Für mich eine 11 von 10. Tropic Juice. Wir haben schon ein paar in Much drin, die in diese Passion Fruit, Ananas-Richtung, Maracuja-Richtung gehen. Ich würde Tropic Taste tatsächlich vor den ganzen nennen. Also vor Pineapple, vor Tropic Taste, vor RePF, aber im gleichen Tier. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Damit ist das Highlight-Video auf YouTube jetzt auch zu Ende. Wenn euch das Format gefallen hat, lasst gerne was in den Kommentaren da. Es wird in Zukunft einen Teil noch mit ihm auf jeden Fall jetzt geben, wenn wir die Tage das nochmal machen. Sehr gerne. Das ist Pascal, er war bei der Unmod nicht dabei. Ansonsten wird es in Zukunft noch weitere Tierlists geben. Falls ihr das nicht verpassen wollt, checkt die Streams sehr gerne ab. Auch gerne im Chat aktiv bleiben. Und dann sehen wir uns im nächsten YouTube-Video wieder. Bis dann. They still tryna find a way to win. Talk to God, that's when it all begins. I don't need a rollie on my wrist. Perfect timing, God with the assist. I've been working since I was a kid. I just gotta keep my head up. Running, I'm never gon' let up. Never feed the haters cause they fed up. Where's Da Vinci?